Trump sprechen wollen, machen wir das auch. Es gibt einen Untersuchungsausschuss in den Vereinigten Staaten, wo ich jedenfalls als Zeitungsleser in Deutschland auch den Eindruck gewinne, dass Menschen aus dem unmittelbaren Trump-Umfeld sich ein Stück weit von ihm distanzieren bei der Frage Wahlmanipulation, ja oder nein. Gibt es durchaus Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern, die sagen, er hat den Kontakt zur Realität verloren. Was antworten Sie darauf? Das sehe ich nicht so. Die Demokraten nehmen Aussagen aus dem Zusammenhang, um den Anschein zu erwecken. Ivanka Trump zum Beispiel unterstützt ihren Vater noch zu 100%. Als ich unter Eid gefragt wurde, ob es je ein Meeting im Weißen Haus gab, bei dem man Trump sagte, er werde verlieren, ich sagte ja, am Tag bevor Biden zum Sieger erklärt wurde. Trump antwortete dem Datenexperten, er irre sich, weil er nicht alle Infos über rechtliche Anfechtungen hatte. Das haben die Demokraten einfach weggeschnitten, damit es so wirkt, als falle ich Trump in den Rücken. Es gibt auch Zeugen wie Bill Barr, die im Unguten gegangen sind und gegen Trump aussagen. Aber Barr ist wohl der Einzige. Former key people who've had an actual split with the president.